Ein bisschen Patsch. Spaß muss sein. Ich hab ihn, hier drüben. Ja, dann komm doch, komm doch. So, und jetzt stellt sich dir bitte die Frage, hat es sich gelohnt? So. Ja, Assassine. Er hat einen guten Schneider. Er hat einen guten Schneider, ja. Sehr gut. Ich will dich nicht enden. Ja, langsam werden sie ein bisschen panisch. Also die haben hier wirklich... Also das kann man wirklich mal so festhalten. Die haben hier nicht die bestausgebildetsten Leute hingeschickt. Das sind eher so... Also es ist schon viel Kanonenfutter hier dabei, muss ich sagen. Ich musste mich zwar einmal heilen, aber auch nur, weil ich gegen 30 auf einmal gekämpft habe. Dum, 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 dum. Hm, und schon sind wir da. Na, easy peasy. Ihr habt euch Zeit gelassen. Gern geschehen. Amanalachim. Was ist das? Nicht alle wurden gefangen genommen. Arme Männer. Alasi Tsikutsasin. Der turkmenische Abtrünnige war das. Shakulu. Ich bring ihn um. Wartet. Was? Ist sie jetzt schon abgehauen? Ja, natürlich ist sie abgehauen. Naja, gut. Dann sind wir auch relativ schnell unten. Was mir übrigens hier sehr positiv auffällt, ist, dass unser Fandungslevel nicht steigt. Was ja, durchaus daran liegen könnte, dass wir ja auch alle getötet haben. Na kommt. Wer will jetzt das? Oh, sehr gut. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich diesen Typen, der ein bisschen schwerer gepanzert aussieht, tatsächlich gewuppt bekomme. Das war jetzt doch ein bisschen überraschend. So, und wir müssen auch wieder hoch. Naja, super. Die Frage ist, was kommt aber nach dem Manuel? Ich weiß es nicht. Heilung! Ich nachher nochmal checken müssen. So, also wir wollen natürlich unseren Apotheken bitte einfach nochmal Komponenten. Selbst hier das Schling. Nee, gut, das brauchen wir nicht. Ist das jetzt wieder alles. Achso, guck mal, 4 von 5. Ja, das kriegt man tatsächlich auch noch geklaut. Von Leichen und so weiter. Vielleicht so ein Schmied wäre nicht schlecht. Dann könnten wir unsere Taschen zumindest nochmal füllen mit. Nicht füllen mit. Waffen ist Quatsch. Unsere Beutel. Ein bisschen auspolstern, sodass da mehr als 5. Was? 0? Habe ich das richtig gelesen? 0? Ein anderes Mal. Ist in der letzten Zeit nichts passiert oder was? Kommt! Ich bin sicher, dass ihr eure jährliche Untersuchung noch nicht habt. Nee. Keine Zeit für Rektaluntersuchung. Schieb sie dir in den Arsch. Kein Schmied. Ein Haufen Ärzte, aber keine Schmiede. Was ist da los? So. Wir kommen immer noch mal auf 1, 2... das sind noch nicht die hier. Das ist noch mal hoch. Bei meinem Bart, komm. Wie bizarr. Hä? Na komm, mein... Ah, das ist... Ja, guck mal. Da kackt sie hin. Ekelhaft. Die Lara, ekelhaft. Eure Mitarbeit lässt zu wünschen übrig. Ich kam, um meine Männer zu retten, nicht um Freunde zu finden. Genau dort. Die Rüstung ist zu dick für Kuben. Ich werde sehr nah ran müssen. Janus, wir müssen ihm helfen. So, Janus darf nicht mehr als die Hälfte seiner Gesundheit verlieren. Wen interessiert denn das? Der soll froh sein, wenn er es generell überlebt. So, na, das war doch schon mal sehr geschmeidig. Was? Was? Wo wurde ich denn jetzt entdeckt? Hä? Okay.
Vor allen Dingen, warum nicht entdeckt werden? Mal ganz ehrlich, ich metzel hier das komplette Ding lieber. Das komplette. Müsste er sich doch langsam mal bewegen, oder? Wer hat mich denn jetzt entdeckt? Ich habe doch jetzt auch nichts anderes gemacht als gerade eben. So. Ja, wir kommen der Sache auf jeden Fall schon mal näher. Wir sind die Schützen. Die Schützen schon mal weg. Und ihn hier kriegt man auch noch. Sehr gut. Männer, die aus Freude zum Mörder werden, verdienen keine Gnade. Die Frage ist, wer steckt hinter der Maske? Hey. Alles jetzt nicht wahr. Nicht, dass er über einen Edensplitter verfügt. Los, wer greift als erstes an? So. Du wirst nicht lange überleben. Ah, die hauen schon ab, sehr gut. Wo sind deine Kumpels jetzt, hä? Wo sind sie jetzt? Wo sind sie jetzt, du? Oh, kleiner Schüft. Moment mal. Halt! Ach, shit. Gut, gucken wir uns auch mal an. Sind Jokers und Yara. Könnt ihr gehen? Yvette. Die Gewehre, die ihr brachtet, sie sollten zerstört werden. Die meisten funktionieren gar nicht. Nur das Schießpulver ist echt. Das konnten wir nicht fälschen. Ben, bleibt außer Sicht, bis ihr die Explosion hört. Dann rennt ihr. Explosionen? Wenn ihr das tut, ist hier die Hölle los. Das wird die ganze Stadt aufschrecken. Sie, genau das möchte ich. Und was dann? Dann suche ich Manuel Palaiologos. So, was ich gerade eben sagen wollte. Mich würde nämlich interessieren, wer dieser Shangulu ist. So, nee, Shakulu. Über das Leben dieses skrupellosen Rebellenführers ist nur wenig bekannt, außer dass er in seinen unterdrückten turkmenischen Volksstamm aus Ostanatolien angehörte, obwohl er innerhalb der Grenzen des Osmanischen Reichs erzogen wurde, verschlug es Shakulu in jungen Jahren auf die Seite der Templer, nachdem ein osmanischer Überfall ihn zu einem Weisen gemacht hatte. Wollte eigentlich nur wissen, ob das irgendeine bekannte Person ist, auf die wir schon getroffen sind. Ist es aber nicht. Ist mal wieder einfach nur so ein random Person gewesen. Wie gut das gewesen wäre. Kann ich direkt hier vor Ort Lass mal. Wie gut das gewesen wäre, wenn das ein Charakter ist, auf den wir schon mal getroffen wären. Das wäre doch mal nice gewesen. Also so ein kleiner Twist. Hätte ja kein großer sein müssen, aber zumindest eine Person, wo wir schon mal getroffen sind, der wir eventuell schon mal vertraut haben. Das wäre doch ideal Warum gewesen. Macht der sowas nur? Aber naja. 37? Wo ist es denn? Da drüben. Sehr gut. Ja, dann jagen wir die Stadt mal hoch, würde ich sagen. Ja, da drüben. Okay, über das Ding werden wir höchstwahrscheinlich reinkommen. Cigar, Cigar! Das ist Schießpulver, kein Mehl! Verstanden! Puh, okay. Also geht's da wieder hoch. Dann machen wir das mal. Auf den Turm sind wir ja vorhin schon mal gekraxelt. Dann wiederholen wir das jetzt einfach nochmal. Da haben wir doch zumindest unsere Erfahrung.
Und oben war es ja weitestgehend auch von Feinden befreit, wenn mich nicht alles irrt. Ah, da kommen wir schon hin. Oh, komm, mein Freund. Das ist zumindest mal wieder hoch genug, um sicher gehen zu können, dass man keine Fehler macht. Ich hoffe, das sieht unser alter Freund Ezio genauso. So. Den Punkt haben wir doch erfolgreich erreicht. Das sieht schön. Das sieht doch gut aus. Sehr flüssig, gefällt mir ganz gut. So, ich glaube, da hinten war zwar ein Fragment, aber das ist mir tatsächlich nach unseren Erfahrungen, die wir gesammelt haben in diesem Animus-Spielsegment, dann doch relativ buggy. Also für jeden, der es wirklich da näher erfahren will, wie Ezio da aufgewachsen ist, den empfehle ich tatsächlich, sich das Ganze in der Heritage Collection, die unten in der Videobeschreibung verlinkt ist für sämtliche Konsolen und PC, sich das selber nochmal anzugucken. Sonst kommen wir hier mit der Story ja auch nie voran. Die Brandbombe finden. Okay. Halalala. Darf ich entdeckt werden? Oder ist jetzt ja auch gleich wieder Schluss hier? Das weiß ich nämlich nicht. Ach komm. Scheißer Hund drauf. Oh. Jetzt, macht schon. Sehr gut. Ah nein. Ah, gerade in meiner Killing Street. Nein. Hör auf. Ach, genieß es, mein Freund. Du genauso. Mann. Hat er mich mal schön... Warte mal. Warte. Ah, Gift. Wurfmesser. Stinkdrüsensekret. Brauchen wir alles nicht. Medizin, sehr gut. Einmal voll. Nein. Wir sind nicht UPS, Mensch. Jetzt schon wieder? Du sollst ihn doch plündern. Oder gibt's mit dem nichts zu plündern? Tatsächlich, nur Körper aufheben. Körper aufheben. Körper aufheben. Plündern. Sehr gut. Einmal Medizin wäre jetzt nicht schlecht. Ja, sehr gut. Einwand Tutti. Da kannst du direkt weitergehen. Wo trägt man solche Mäntel? Ah, shit. Ich hab's leider verpasst, ihn früh genug anzuvisieren. Ach ja, lass dir nur Zeit. Lass dir nur Zeit. Das ist ja... Ist ja nicht von Bedeutung, was wir hier machen. Den letzten, den kannst du langsam von der Klinge rutschen lassen. Das wäre überhaupt kein Problem. Ein seltsamer Umhang. Aber doch nicht den ersten, Junge. Noch so ein schnabischer Löffel. Sehr gut. Ich hänge euch überhaupt nicht auf. Ich renne nicht weg, versprochen. Wenn ich nicht schleichen muss, dann nehme ich auch kein ab, versprochen. Das verspreche ich euch felsenfest. Ich hau hier nicht ab. Wurfmesser, ähnliches Pulver. Ein bisschen wenig gewesen. Sag mal. Ist das unter uns? Ist das über uns? Wo ist das denn jetzt? Ist 3 Meter entfernt? Ist das unter uns gewesen? Du bist ein Mega-Schlag! Ja, ist ja gut jetzt. Jetzt! Ja, komm. Einmal noch. Nein! Au, scheiße. Nein, das kannst du mal direkt sein lassen. Jawohl. Jetzt Killing Street mit den Großen. Ah, das ist so klar. Er muss sich auch jedes Mal Zeit lassen, dieser Wichser. Ah, das ist... Wieder! Es ist ja nicht so, als wäre... Wenn da nicht Leute stehen mit diesen großen Äxten. Auf keinen Fall. Ah, ey. Sorry, aber... Du bist leider gar nicht cool, wenn du so hart riskieren musst. Also wirklich. Komm, gleich mal wieder heilen. Ich weiß ja nicht, wie hart es noch wird. Das ist schon ganz... plündern. Das ist schon ganz in Ordnung, wenn wir uns die Mühe machen und immer für volle Gesundheit sorgen. Ja, St. Peter. Das ist ein bisschen wenig. Komm. Noch einmal Medizin.
Ja, sehr gut. So, wo ist das Ding jetzt? Muss es ja letztlich irgendwo reingehen. Ich raff's immer noch nicht. Hä? Hä? Wo ist das Ding denn? So, 1 Meter. 2 Meter. 1 Meter, 1 Meter, 1 Meter. Das ist unter uns. Aber hallo. Freilich, da ist es doch. Mensch, stell mich aber auch an. Es gibt Tage. Da muss ich mir auch selber an den, muss ich mir selber an den Kopf greifen. Jetzt wieder nach unten. Na klar. Ich sehe nichts. Ach Herrgott. So. Komm ich auch nicht durch? Was ist das denn hier? Oh, oh Mann. So ein bisschen mitspielen könntest du ja schon, liebes Level-Design. Nur ein bisschen. So ein scheiß langer Weg wieder. Stark verwinkelt. Ach Mensch. So, da kommen wir auch nicht runter. Frag mich auch, wozu die das Ding hier gebaut haben.